Zusammen, ich bin Nathalie von Meine Ernte und zeige euch heute, wie ihr ganz einfach Gerstengras zu Hause anbauen könnt. Gerstengras, so sieht es aus, wenn es erntereif ist, ist super gesund, enthält nämlich im Vergleich zu 150 anderen Gemüsesorten mehr Antioxidantien, Mineralien und Vitamine und ist daher gerade in der Winterzeit wirklich eine gute Möglichkeit, seine eigenen Vitamine und Mineralien selbst anzubauen. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein Topf, Blumenerde oder auch irgendeine andere Erde wie Anzuchterde oder Kompost und natürlich die Gerste. Das heißt, am besten verwendet ihr Biogersten dazu. Ich habe meine hier schon etwas eingeweicht in Wasser ein paar Stunden. Das hat nämlich den Vorteil, dass sie dann schon anfangen zu keimen und es noch schneller geht mit der Erde. Das heißt, ich habe den Topf hier mit Erde gefüllt, bringe nun meine Gerste aus. Verteile diese gut und drücke sie ein wenig an und dann bedecke ich sie leicht mit der Erde. Und zu guter Letzt gieße ich sie noch etwas an. Nun sucht ihr euch für euren Topf einen guten Platz, nah am Fenster, möglichst in Südrichtung ausgerichtet, damit es wirklich viel Licht abbekommt. Und das Schöne ist, schon nach 5 bis 7 Tagen könnt ihr die Gerste ernten, einfach abschneiden und ja zur regelmäßigen Pflege, regelmäßig so alle 1 bis 2 Tage vorsichtig wässern. So, ich wünsche euch guten Appetit damit. Ihr könnt super viel damit machen, ihr könnt es in den Smoothie packen, ihr könnt damit einen Kräuterquark herstellen oder einfach Kräuter kleinschneiden oder die Gerste kleinschneiden und aufs Brot bringen. Viel Spaß damit!